Ja, hallo ihr Lieben. Einen wunderschönen guten Morgen zum weiteren Digital Breakfast. Ihr seht es vielleicht, ich bin hier unterwegs mit meinem mobilen Büro. Wir haben vorhin kurz ein bisschen Smalltalk gemacht. Bin tatsächlich die ganze Woche unterwegs und habe zwei Digital Breakfasts aus dem Hotel gemacht. Also sitze jetzt gerade hier in Stuttgart. Auch das ist natürlich eine Form der Digitalisierung. Ja, also das Thema mobile Arbeiten und ich suche mir dann natürlich auch immer die Hotelkette raus, die einen sicheren, stabilen, schnellen Internetzugang hat. Also von daher, wir sind live. Ja, wunderschönen guten Morgen nochmal. Wir sind heute hier zum Thema TikTok und im Zusammenhang mit Bewerbungen. Und vielleicht hat der ein oder andere den Podcast schon gehört. Wir teasern ja immer an jedes Thema. Und da freue ich mich, den Philipp Knorr begrüßen zu dürfen. Ja, wir haben ja schon eine Session gemeinsam gemacht und es sollen ja noch einige zum Thema Recruiting, ich sage jetzt mal zum Thema aktuellen, sinnvollen, erfolgreichen Recruiting folgen. Und ja, Philipp, ich freue mich riesig, dass du da bist und übergebe einfach mal an dich. Ja, das ist lieb. Erstmal einen schönen guten Morgen alle zusammen. Ich hoffe, ihr seid gut in den Tag gestartet und vor allem in gewohnter Euphorie zum Digital Breakfast. Das ist ja immer ganz, ganz wichtig. Der Thomas gibt sich ja immer sehr, sehr, sehr viel Mühe und macht das ja sehr gut. Deswegen freue ich mich, wieder hier sein zu dürfen. Vielleicht würde ich das gerne so machen. Ich fand es ganz spannend. Du, Elke, hattest schon ein bisschen was über TikTok erzählt, so wie du gerade so ein bisschen, ne, was da eigentlich passiert. Ich finde es langweilig, Frontalunterricht zu halten. Umgekehrt natürlich ist es wichtig, dass ich auch einige Inhalte gebe. Deswegen würde ich in erster Linie darum bitten, wenn jemand Fragen hat, ich habe hier einen Zettel und einen Stift, schreibe ich mir die auf, weil ich das dann mit den Fragen machen würde. Das heißt, ich würde einmal die Fragen sammeln, dann so ein bisschen ein paar Inhalte und daraufhin gehend aufbauen machen und dann in letzter Instanz, dass wir uns locker darüber unterhalten. Ich glaube, Thomas, wenn du mir zustimmst, das ist, glaube ich, die einfachste Struktur, oder? Also du bist der Boss des Plattforms. Du kannst sagen, was du willst. Also ich mache mal den Eisbrecher natürlich, ja, dann gebe ich dir das Wort auch gerne weiter. Also mich würde so ein systematischer Aufbau interessieren. Also was sind so die sinnvollen Schritte, wenn ich das wirklich als Unternehmen nutzen möchte? Ja, also das wäre so mein Wissensdrang, sagen wir es mal so. Ja. Aufbauunternehmen. So, hier im Zoom einmal. Habt ihr auch irgendwelche Fragen, die für euch vielleicht ganz wichtig wären, wo ihr sagt, das interessiert euch brennend, wie das bei der und der Thematik aussieht? Darf ich einfach dazwischen quatschen? Ja, logisch. Handzeichen. Aber sowas von gerne. Ich bin gerade dabei, ich bin gerade Teil einer Jobmesse, die im Nordschwarzwald stattfindet. Am 1. April. Und da stelle ich ein Rahmenprogramm zusammen. Wenn du nicht so weit weg wärst, würde ich dich einladen als Sprecher. Schade. Ich wollte jetzt noch auf die Größe der Unternehmen. Ist das was für kleine, große? Also so richtig banal, weil auf dem Land gibt es eine große Mischung an Unternehmen. Für wen ist es sinnvoll? Mhm. Okay, für klein oder groß? Genau. Also oder auch vielleicht auch Branche. Also einfach für wen passt das? Hast du vielleicht eh schon auf dem Schirm. Okay. Auch guter Hinweis. Ja, habe ich noch dabei.
Nehme ich gerne mit. Und zum Thema Jobmesse, vielleicht bin ich in der Gegend, kann man sich irgendwann nochmal drüber unterhalten, ist gar kein Problem. Im nächsten Jahr dann. Das machen wir jetzt erstmal hier zum heutigen Programm und dann kann man da immer so, ich sehe ich nochmal gerne austauschen. Hier sonst noch jemand, Felix. Das ist für mich kein Thema. Also sage ich jetzt einfach mal, ich bin nicht so EDV-affin und insofern, also meine Tochter hat mir mal da einen Link geschickt, wo ich mir was angehört habe. Ich glaube, dass ich mich da auch angemeldet habe, aber also ich habe gerade gestern, ich glaube, in irgendwelcher Nachrichtensendung habe ich also dass da bei TikTok im Moment so eine Art Sperrfunktion eingepflegt wird, dass nach einer Stunde irgendwie nochmal ein Impuls geben wird, weil da habe ich dann so junge Schüler gefragt, die dann 2 oder 3 Stunden am Tag da bei TikTok das machen und habe halt so eine gewisse Art von Sucht Gefahr proklamiert, weil das einfach gerade für die ganz Junge was ist, wo sie sich dann ganz schlecht wieder rausnehmen können, wenn sie mal da drin sind. Ja. Ich hätte noch was, fällt mir gerade ein. Man liest ja jetzt, also in den letzten Tagen habe ich gelesen, dass in mehreren Behörden, also USA wie Deutschland oder Kanada, TikTok verboten wird. Die müssen runter von TikTok. Spielt das eine Rolle? Also dass ich sage, wenn ich sage, im Unternehmen mache ich Recruiting mit TikTok, ist das eine Sache, die ich eigentlich gar nicht so anbieten sollte. Und dann geht es noch ums Altersspektrum. Wenn man sagt, Fachkräftesuche, ist es überhaupt sinnvoll an TikTok, weil das sehr junge Menschen sind. So habe ich es verstanden. Also, hast du bestimmt auf dem Plan, nehme ich jetzt noch so als Frage mit auf. Philipp, das passt auch ganz gut. Der Robert, auch Sympathisant des Breakfast. Hallo Robert, der ist bei LinkedIn dabei und der hat eine kritische Frage, wie erfolgt der Datenschutz nach deutschem europäischen Recht bei der Verwendung von TikTok im Recruiting? Das war mir klar, dass das auch immer ein Thema ist, ja, logisch, aber das ist vielleicht, jetzt heute sind wir bei TikTok, aber ich finde, das ist dann, wenn auch ein generelles Problem, aber da wollen wir jetzt kein Fass aufmachen. Also vielleicht kannst du was dazu sagen. Ansonsten, Robert, sieh es mir nach. Ich weiß ja, das kann schon aufwendig werden, aber ich greife das natürlich gerne auf und das wäre auch vielleicht mal ein eigenes Digital Breakfast wert, also rechtliche Dinge in Social Media oder so. Ja? Also ich habe auch wir haben da auch den Dr. Ulrich im Portfolio, sage ich jetzt mal. Da könnten wir nochmal eine Session speziell mit einem Rechtsanwalt machen, ja. Ja, gestern habe sie da zum Beispiel auch dann gesagt, dass gerade dieses Verbote werde damit zusammenhängen könnte oder würde, dass gerade, weil das ja aus China kommt, dass man befürchtet, dass eben über diesen Weg die Handydaten ausgespioniert werde oder so. Also da scheint eine gewisse Furcht davor zu sein, dass da so eine Art Datenklau stattfinden könnte. Wir gerne gleich einmal drauf ein. Ich habe noch eine Frage, wenn ich darf. Gerne. Mich interessiert der Speckgürtel rund um TikTok. Also sprich, gesetztere Menschen so wie ich, die nicht selber Content machen und kuratieren wollen. Was gibt es für ein Ökosystem, dass man das offloaden kann? Irgendwo in Outtasken. Gibt es sowas schon? Inwiefern? Also da muss ich nochmal einmal kurz reingeben. Outtasken bedeutet Ökosystem, also wie... Es gibt Leute wie klassisch Werbeagenturen, die nehmen dir den Kram ab, weil es genau der Aspekt, warum der Thomas wieder runtergegangen ist. Wir haben alle eine begrenzte Lebenszeit und die möchte ich nicht da verbringen. Aber ich sehe die Relevanz des Mediums. Mhm. Genau, also Dienstleister, der das quasi... Ja, genau. Ja. Okay. Ist sonst noch irgendwo irgendeine Nachricht? Ich weiß nicht, Thomas, ich habe LinkedIn gar nicht so unter der Betreuung. Ich bin dabei, das war es jetzt erstmal. Warten wir mal, was noch kommt. Da ist auch schon heftig Austausch unter den Teilnehmern, finde ich ganz gut. Ja, da kam natürlich der Klassiker, also Epic auf TikTok ist ja ein B2B-Unternehmen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das beobachte ich auch. Die sind da sehr, sehr aktiv, auch zum Thema Recruiting, Verjüngung des Images und so weiter. Also auch eine ganz gute Geschichte. Ja, okay, dann
Ich habe alles auf dem Radar, dann können wir starten, wenn du willst, ne? Okay. Ich würde jetzt einmal so ein bisschen die Fragen durchgehen und wo man was zeigen kann, natürlich direkt einhaken. Wir müssen einmal differenzieren. Ich hatte es in der Podcast ja auch gesagt, man muss TikTok auf zwei Ebenen betrachten. Das ist einmal, wie möchte man das nutzen? Einmal die organische Seite und einmal natürlich die bezahlte Seite, weil das zwei völlig verschiedene Ansätze sind. Beim einen, da kaufe ich mir ja Daten ein, damit es Usern ausgespielt wird. Beim anderen ist es so, ich baue organisch eine Zielgruppe auf, quasi wie Follower, wo ich natürlich entsprechend jedes Mal wieder mein Zielgruppenpublikum neu ansprechen kann. Jetzt kennt ihr ja sicherlich Instagram und LinkedIn, man hat eine gewisse Reichweite, man hat seine Follower. Thomas, ich glaube, du ein bisschen über 20.000, das ist natürlich eine unglaubliche Menge. Das heißt, du erreichst entsprechend Leute. Ich glaube, ich habe auch irgendwie 5.000, das heißt, ich habe ja da irgendwie Impressionen, die ich sammeln kann. Ganz wichtig für euch ist, bei TikTok ist die Besonderheit, TikTok funktioniert anders. Das heißt, wenn ihr heute was lostretet bei TikTok, könnt ihr 5 Follower haben, 5 Millionen Follower haben. Am Ende des Tages könnt ihr trotzdem 1 Million, 2 Millionen, 3 Millionen Views haben. Und ich möchte euch dazu als kleinen Einstieg was richtig Geniales zeigen. Ich komme aus einem kleinen Dorf, so 1500 Einwohner, und da ist ein total toller Nachbar und der hat einen Jägermeisterbaum gebaut. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, vielleicht der ein oder andere, und ich habe den mal rausgesucht. Dass ich mal einmal reingehe und euch mal was zeige. Ich gebe mal meinen Bildschirm einmal frei. So, passt mal auf. Und ihr müsstet mir jetzt einmal Bescheid geben, irgendwer. Ja, okay. Super. Ich gebe jetzt einfach mal ein, Tannenbaum, und gebe jetzt Jägermeister ein. Wie gesagt, als kleine Einstieg, ich finde das unglaublich interessant. Und ihr seht hier, ich kenne sie sogar, das heißt, es ist ganz interessant, von daher zeige ich das mal, und das ist irgendwie, ich finde das begeisternd, was eigentlich da losgetreten wird auf ein Dorf, was 1500 Einwohner hat. Also, da möchte ich euch mal was ganz Klares zeigen, und das finde ich an TikTok unglaublich beeindruckend. Ihr seht hier eine Person, die hat, lass es 2000 Follower sein, und hat Views von, ihr müsst bedenken, das sind 4,4 Millionen Aufrufe, das sind über 500.000 Likes, das weiß ich, weil ich es halt natürlich schon mal ein paar Mal gesehen hatte. Wir haben hier wieder 1,4 Millionen Views. Ihr seht das immer unten. Wir haben hier nochmal zum Beispiel wieder der gleiche Tannenbaum, 4.000. Also ihr seht, das Spannende an TikTok ist, egal was ihr tut, es kann, wenn das einfach viral geht, so unglaubliche Ausmaße annehmen, dass dem User das immer wieder vorgeschlagen wird. Und warum ich euch dieses Beispiel zeigen will, ist einerseits liebe Grüße, andererseits aber, ich finde es unglaublich interessant, weil wir haben im Büro, haltet euch fest, kommt ein neuer Mitarbeiter an und sagte so, ja, kennst du eigentlich diesen Jägermeister-Tannenbaum? Ich denn so, was für ein Jägermeister-Tannenbaum, was will denn der jetzt von mir so, ich habe keine Zeit. Er denn so, ja, der steht da irgendwie in dem Dorf, und ich denn so, wie? Und dann hat er mir das gezeigt, wir sind dann da vorbeigefahren, und ich so, warte mal, den kenne ich doch, so, das ist mein Dorf, so, ich zeig dir das mal. Also, wie viral etwas gehen kann, Achtung, bedenkt bitte, es gibt 15 Millionen User ungefähr bei TikTok in Deutschland, das heißt, jeder dritte Mensch in ganz Deutschland, egal wo die Person wohnt, in Hand der User, hat dieses Video schon mal gesehen. Unglaublich interessant, einfach mal als kleinen Einstieg. Das heißt, ich möchte euch ganz klar den Appell mit dem TikTok ist nicht zu unterschätzen. Hier ist immer die Frage, wofür nutzen wir das? Wichtige Differenzierung. Es gibt einmal B2B und B2C. Ich nenne Recruiting immer bewusst, es ist für mich B2C. Ich erreiche Mitarbeiter, das sind ganz klar Customer, das sind Konsumenten, gerade auf den Plattformen, die konsumieren etwas. Das ist kein B2B. Und im B2B sage ich auch jedem, das ist noch nicht so gut, dass man da richtig über Werbung und so nachdenken sollte. Außer man hat irgendwelche Coaches als Zielgruppe, dann wiederum schon. Das heißt ganz klar, die Differenzierung in Sache Nummer eins, wir verwenden in diesem Gespräch das rein übers Recruiting. Das heißt, ich würde es einfach mal so machen, dass ich die Fragen so ein bisschen mehr anschaue. Vielleicht dazu, Elke, du hattest ja gesagt, so ein bisschen, für wen ist das eigentlich, klein oder groß und für welche Branche? Ganz ehrlich, TikTok ist für jede Branche und für jedes Unternehmen gemacht, egal ob klein oder groß. Ganz wichtig, warum? Ihr müsst euch vorstellen, TikTok hat nicht den Hintergrund, dass TikTok das primäre Medium wählt. Dafür ist der Algorithmus zwar sehr ausgereift, um Geld zu verdienen, aber nicht ausgereift genug, um genaue Standorte zu erkennen, Targetierungsmöglichkeiten zu bieten. Das bedeutet wiederum, TikTok ist ein begleitendes Medium.
Wenn ich mir vorstelle, ich gehe einen Jobwechsel an, ihr kennt es selber, dann sagt ihr nicht von heute auf morgen, ich wechsle meinen Job, sondern ich sage, ich spreche mit meinen Freunden, meinen Vertrauten, meinen Ängsten. Das heißt, TikTok dient dazu, dass ich ein weiterführendes Bild von einem Menschen, von einem Unternehmen da draußen bekommen kann. Dazu vielleicht ganz spannend, ich kann euch das gerne mal, auch da, ich öffne gleich wieder meinen Bildschirm. Wir haben es bei uns auch gegengetestet. Ich zeige euch einfach mal immer Praxisbeispiele bei uns. Ihr seht hier zum Beispiel, ihr seht mein Bildschirm wieder, ne? Ja, sehen wir, alles gut. Kurz, knapp, präzise, wie gesagt, wir bauen TikTok bei uns eigentlich nur bedingt aus, weil wir kriegen viel zu viele Bewerbungen. Das heißt, es macht in unserem Fall halt nur zum Testing. Deswegen ist unser Account wirklich immer zum Testen als Vorreiter. Hier seht ihr zum Beispiel, ich meine, wir haben einfach mal auf irgendein organisches Video, wo ich ein bisschen sabbel, also diese typischen Statements-Video, 5000 Aufrufe bekommen. 291, 848, da hatte ich null Follower. Ihr müsst euch vorstellen, es kam aus nichts. Warum? Der Algorithmus bei TikTok funktioniert so, es wird 10 Leuten ausgespielt, 100 Leuten ausgespielt, 1000 Leuten ausgespielt. Ich hatte es in der Podcast ja schon gesagt, zu dir, Thomas. Und irgendwann hat man die Millionen und dann geht das ganze Ding viral, je nach, wie man das aufbaut. Das hier sind bezahlte Ads, die haben wir erst organisch laufen lassen und dann über Marketing. Ich zeige euch gleich mal im Verhältnis zu Instagram, Facebook, was da eigentlich an Kosten entsteht und wie günstig TikTok sein kann, warum es auch nur begleitend ist. Habe ich auch nebenbei schon mal aufgemacht. Das bedeutet, für TikTok ist es für klein oder groß ganz klar die Beantwortung für jede Branche in jeder unterschiedlichen Art, weil es ein begleitendes Medium zur Stärkung der Arbeitgebermarke ist. Ganz, ganz, ganz wichtig. Es ist noch nicht in unseren Augen ein primärer Kanal, den man 100% bespielen sollte. Es ist begleitend dazu, sich günstigen Traffic einzukaufen, um den wieder auf anderen Plattformen zu bringen, weil TikTok sehr verhältnismäßig günstig ist und die Chance hat, mit null Followern 1 Million Menschen aufwärts zu erreichen. Wie gesagt, das schafft nicht jedes Video, aber in den USA sind im Monat 37 Milliarden Videoaufrufe. 37 Milliarden, das muss man sich mal klar machen, in den USA, verhältnismäßig natürlich in Deutschland weniger, klar, wir haben aber auch weniger Einwohner. Das vielleicht einmal kurz dazu. Ich hatte hier eine Frage, achso, wie erfolgt der Datenschutz? Okay, das hattest du nochmal. Ich hau jetzt gerade mal die Sachen von, gerne. Hier rein, dann habt ihr, dann seht ihr auch was da für Fragen kommen, ne? Das bedeutet, wenn wir mal reingehen, Thomas, ist für dich wichtig, du sagtest ja, der Aufbau für Unternehmen. Mhm. Man muss drei Sachen beachten. Also, Punkt Nummer eins ist wichtig. Was möchte man mit diesem TikTok-Channel erreichen? Möchte man irgendwann sich amortisieren? Möchte man irgendwann damit Geld verdienen? Oder möchte man sein Unternehmen oder seine Marke repräsentieren? Ganz wichtig ist, bei TikTok immer natürlichen Content zu verwenden, immer Menschen in den Vordergrund zu stellen. Rein die Unternehmen zu zeigen, ist nicht unbedingt das Beste, was man machen kann. Wir haben es hier begleitend. Ihr seht es zum Beispiel einfach mal so, wo man einfach mal unser Büro sieht, was passiert hier, so ein paar Bilder, so ein bisschen Veranschaulichung. Aber im Recruiting geht es darum, die Menschen zu zeigen, weil TikTok ein sehr dynamisches Netzwerk ist. Bedeutet konkret für euch, wenn ihr das aufbauen wollt, ist Schritt Nummer eins, organischen Content irgendwo aufzubauen, natürlichen Content irgendwo zu bewerkstelligen. Funktioniert durch einfache Selfie-Videos, einen Einblick von den Kollegen. Hier seht ihr dieses typische, diese typischen Untertitel, wo man so Emojis mit einbringt, weil es halt sehr schnelllebig sein muss, so schnell Aufmerksamkeit ziehen. Ich glaube, wir sagen immer sowas wie, hier zum Beispiel, was hat Lieferando mit der Arbeitswelt und einem Pizzaboten gemeinsam? Warum? Weil jeder Lieferando kennt und alle erstmal hinhören wollen. Also die Watchtime beeinflusst natürlich das Viralgehen. Deswegen ist der Anfang ganz, 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 ganz wichtig. Und hier in so einer klassischen Jobanzeige, das zeige ich euch gleich einmal. Also für dich, Thomas, Schritt Nummer eins, erstmal über Content-Strategien nachdenken und über Videostrategien, die man wählen sollte. Das kann Video sein, wo man seinen Kollegen Stift zuwirft. Hey, hast du auch schon unterschrieben deinen neuen Arbeitsvertrag? Wir haben doch ein neues Büro und plötzlich zeigt man so das Büro. Das kann sein, dass man Mitarbeiter am Arbeitsplatz einfach filmt und einfach sagt, hey, wie findest du den Job denn hier? Das kann super simpel aufgebaut sein. Aber es muss natürlich sein und quasi wirklich aus dem Handy stammt. Wir haben die Erfahrung gemacht, professionalisierte Videos sind gut. Die müssen aber trotzdem auf einer sehr authentischen Art und Weise gemacht werden, sonst bringen sie gar nichts. Dann in Schritt 2,
muss man sich das Ziel ausdenken. Hier seht ihr zum Beispiel, unser Ziel ist, dass sich Leute bewerben können. Wir haben einen ganz klaren Call to Action. Das heißt, wir benutzen gezielt das im B2C-Bereich zur Bestärkung, dass die Leute sich bewerben. Bedeutet für euch ganz wichtig, wir haben direkt die Verwaltung auf unserem Main, dass wir die Leute dort reinholen, dass wir die Leute dort einbekommen. Nicht wundern, wir basteln hier gerade dran rum. Also kann auch sein, dass am Anfang noch die ursprüngliche Seite verlinkt war, aber es leitet immer zur Karriereseite weiter. Das ist vielleicht Schritt 2. Ich weiß nicht, jeder, der dabei war, wir würden das halt mit einem schnellen Recruiting-Prozess verbinden. TikTok ist schnelllebig. Da braucht man nicht mit einer Karriereseite anfangen und nicht mit irgendwie einer Website. Das liest sich keiner durch. Man kommt aus einer Plattform, die unglaublich dynamisch ist und geht auf einmal auf eine langsame Karriereseite. Da hat man einen Conversion-Abbruch und der ist extrem. Also die Leute klicken automatisch weg. Und in Schritt 3 muss man sich dann ausdenken, wen möchte man hier eigentlich zeigen. Wir zum Beispiel empfehlen ganz klar, jeder hat im Unternehmen kommunikative Mitarbeiter. Und es gibt immer so eine Moderatoren, sagt man ja so schön. Menschen, die sehr kommunikativ sind. Und diese Menschen sollte man hier ganz klar priorisieren, weil wenn es langweilig ist, wird man damit kaum Erfolg haben. Der Erfolg ist aber auch hier wichtig, dass die Leute ein vollumfängliches Bild bekommen, dass man organisch die Reichweite in der Umgebung erreicht. Das ist, sage ich mal, tendenziell das Wichtige. Das heißt, Thomas, Aufbau Unternehmen, die Struktur, soweit erstmal grundsätzlich verständlich, wie wir da reingehen würden oder wie du da reingehen könntest. Okay. Ja, was ich jetzt zum Thema Content im Kopf habe, ist, das sollte ja auch zur gesamten, ich sag mal, Corporate Identity, Corporate Design in gewisser Weise passen, aber natürlich aufgefrischt für TikTok. Also wir beschäftigen uns ja immer gerne mit einem gewissen Thema, was dann durchgängig bearbeitet wird und dann aber natürlich für die Kanäle angepasst wird. Ja, also das sehe ich so. Vielleicht noch ein kleiner, also jetzt, ich bin jetzt mal hier die Meckerliese, ja. Immer. Also ich habe da vielleicht auch eine eigene Meinung. Ich würde eben nicht nur die Kommunikativen zeigen und auch mal die anderen zeigen, weil ich sag mal, jeder sucht sich ja auch alles Gleiche, ja. Also wenn du eher introvertiert bist, dann sagst du und du siehst es und dann denkst du, was ist das für ein Lackaffe, ja. Und wenn du dagegen einen hast, der vielleicht so ein bisschen in sich gekehrt ist und du bist genauso ein Typ, dann zieht es auch wieder die gleichen an, ja. Also ich würde da auch, also das ist so bunt und vielfältig. Ich würde ausprobieren, auch die Vielfalt vom Unternehmen auch dann natürlich im Kanal abzubilden, ja. Aber ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gemacht hat, aber das wäre so mein aus der Hüfte, ohne dass ich es jetzt gemacht habe, aber das würde ich auf jeden Fall mal testen, ja. Thomas, ich könnte mir vorstellen, jetzt, gerade weil du es jetzt vorhin so zur Einleitung gesagt hast, dass du jetzt unterwegs bist und da im Hotel deine Session planen tust, dass das so ein Impuls wäre, wo man, wie du dein Ding aufbaust im Hotelzimmer oder so, also dass das so ein Impuls wäre, wo man vielleicht mit Interesse sich angucken könnte. Also ist jetzt so aus dem Bauch raus vielleicht für mich was, wo mir so eingefallen ist, ne? Okay. Wichtig dazu, Thomas, da hast du recht. Also wir zum Beispiel nutzen bei uns ja intern Insights, falls das der ein oder andere kennt oder sind auch mehr auf diesen Medien aktiv, dass wir Persönlichkeitstypen eingruppieren. Natürlich sollte man alle zeigen. Gerade wenn ich gebe jetzt mal ein Beispiel, ich suche Entwickler und ich suche Verkäufer. Der Verkäufer ist super extrovertiert, ein Entwickler eher introvertierter. Wie gesagt, einfach mal pauschalisiert. Niemand ist zu pauschalisieren, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Natürlich ist es so, dass ein Verkäufer und Entwickler, wenn ein Entwickler einen Verkäufer sieht, sich denkt, oh, was ist denn das für eine Laberbacke? Mhm. Klar, und umgekehrt ein Verkäufer sich denkt, beim Entwickler, wie gesagt, nicht und niemand soll pauschalisiert werden, aber so, oh, was ist denn das für ein Chipsesser? Oder oh, was ist denn das für ein Langweiliger? Ja, natürlich, man muss unterschiedliche Menschen zu unterschiedlichen Teilen zeigen. Wichtig ist aber, es muss immer 1, 2, 3 Moderatoren geben, weil das ist wie überall, ich sag mal, den Introvertierten kann ich eine Kamera in die Hand geben, mach. Ich würde sagen, was? Bitte. Das heißt, ich bin immer ein Freund davon. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt aus der Schule. Die meisten Leute sagen immer, du musst in Deutsch noch besser werden. Du musst in Mathe noch besser werden. Du musst in Englisch noch besser werden.
Wenn aber jemand saugut ist, zum Beispiel in Wirtschaft, ich war immer in allen Hauptfächern saugut, in den ganzen Nebenfächern oder den Hauptfächern eigentlich war ich super schlecht. Warum fokussieren wir uns nicht auf die Stärken, statt immer auf die Schwächen, dass man die besser macht? Nein, die Stärken immer weiter ausprägen. Heißt, wir sagen immer ganz klar, gebt den Leuten, die Lust haben zu kommunizieren, immer dieses Medium federführend. Nehmt aber die anderen logischerweise mit. Ja, Thomas, wir vernachlässigen keinen. Ganz klar, du hast auch recht. Man muss eine Bandbreite aus allem irgendwo schaffen. Genauso wie ein Raum. Wenn ich ein Büro zeige, ein Raum könnte langweilig sein. Was ist, wenn der nächste Raum Schlafraum wäre und der nächste sagt, ist ja cool, ich kann in der Mittagspause pennen. Mhm. Auch das wieder. Unterschiedliche Bilder, unterschiedliche Impulse, unterschiedlich auslösen bei jedem Menschen. Ne? Vielleicht dazu nochmal, also bei dir, Elke, die Frage erstmal ganz wichtig, mit groß oder klein, ich denke, die haben wir geklärt, auch welche Branche, wie gesagt, ist universal anwendbar, wobei ich das für Konzerne mehr oder weniger bezweifle, weil die ein anderes Branding nach außen hin haben. Also Konzerne können es tatsächlich auch nutzen, wobei die werden es niemals in dem Maße so extrem nutzen, zumindest ganz prozentual wenige. Hat aber nicht den Hintergrund, dass dieses Medium nicht funktioniert, sondern wir machen immer mehr die Erfahrung, die fühlen sich einfach zu sicher. Die also sagen, mir fällt da ein, dieses Stichwort glatt gebügelt, professionell. Du sagst, eigentlich kommt es besser, wenn man ein Selfie macht, Selfie-Filme und so. Ja. Und Konzerne sind halt oft dann wieder sehr, sehr glatt und das ist dann schon wieder langweilig. Da würde ich dir zusprechen, das passt dann gar nicht so zu TikTok eventuell. Das ist aber deren Problem, die haben ganz klare CIs, also wir haben auch den einen oder anderen Kunden in dem Bereich, da kriegt man so ein 38-seitiges Pamphlet, bitte hier, das genau. Ist wichtig, das müssen wir beachten und das ist auch super und völlig in Ordnung, muss man auch ganz klar sagen, aber diese Plattform wäre dann tendenziell nicht geeignet, weil sie halt nicht so akkurat funktioniert. TikTok ist kein akkurates Medium, wo man immer wieder gleiche Prozesse hat. Instagram, Facebook, Google Ads, ihr seht es immer selber, jede Werbeanzeige hat irgendwo ein ähnliches Format und es kann immer mit den CI komplett kombiniert werden. Wie du aber eben schon erkannt hattest, Elke, und wie Thomas dann auch nochmal gesagt hatte, bei TikTok, man kann dieses Branding zwar ein bisschen durchziehen, aber keiner möchte ein Logo irgendwo sehen und niemand möchte perfekte Farbcodes sehen und niemand möchte ein akkurat und geradlinige Linien sehen. Das funktioniert null in diesen Plattformen. Also mit null meine ich, das ist überhaupt nicht erfolgsbringend und kostet nur mehr Geld als alles andere. Ganz klare Zustimmung, das ist das Problem daran. Wie gesagt, es geht immer Chancen und Probleme, von daher konzentrieren wir uns eher auf die Chancen. Natürlich aber stimme ich dir da erstmal zu. Alterszahlen, das ist vielleicht ganz spannend. Wir müssen differenzieren, wo, in welchen Recruiting-Aspekt wollen wir es einbetten. Am besten funktioniert es ganz klar, ihr werdet es erraten, Young-Talent-Bereich. Natürlich, Young-Talent-Bereich ist für TikTok ideal gemacht. Wir haben 25% aller Nutzer, die zwischen 10 und 19 sind. Dann kommen irgendwie so auch wieder 25% zwischen 22 und 29. Und dann kommt so der restliche Teil, das sind dann so 30-40%, die wirklich von 30 bis irgendwo 55 hoch sind. Also wir haben den überwiegenden Teil zur Hälfte in der Young Generation. Generation X, Generation Z ist das dann ja. Das bedeutet, wir haben exakt gesehen, ich sag mal, 50-60%, die wir wirklich ganz klar über diese Young Talents erreichen können. Aber auch da wieder der Hinweis, ganz wichtig, wir haben viele Kunden, die wir bei WhatsApp zum Beispiel haben. Und das ist super genial. Manchmal sieht man selbst einen Geschäftsführer, wo man denkt, der würde das doch niemals nutzen, niemals. Wo er da irgendwie in seinen, kennt ihr das, diese WhatsApp-Story? Und da ist dann so ein TikTok verlinkt, so irgendwie, schau dir das mal an und dann so ein TikTok-Link. Wo ich halt auch wieder sage, sagt niemals nie, wir haben immer noch 10-15%. Gerade im älteren Segment, ich glaube ab 55. Das heißt auch da ganz, ganz wichtig, das Medium wird halt immer mehr. Es ist aber trotzdem eher tendenziell für die jüngere Generation geeignet. Jetzt aber in Einklang dessen, ihr kennt ja sicherlich die Babyboomer-Jahre. 46 bis, nagelt mich nicht fest, 64 oder 65. Ganz, ganz wichtig, wir werden irgendwann eh kaum noch Fachkräfte haben, weil diese Babyboomer-Jahre bald vorbei sind und der Nachwuchs gar nicht so schnell rekrutiert werden kann. Das heißt, als jedes Unternehmen sage ich jetzt ganz klar, überlegt perspektivisch, was wichtig ist, ob ihr dort vertreten sein müsst oder nicht, weil irgendwann wird es diese älteren Leute, Entschuldigung, also nicht älteren, sondern halt diese älteren Fachkräfte gar nicht mehr geben und dann gibt es noch weniger Menschen, die wir in dieser Generation erreichen müssen. Das heißt, wir müssen uns eigentlich aufstellen, mit jedem Medium irgendwo zu arbeiten, weil eines Tages, spätestens, ich glaube, 2035, gehen, glaube ich, gefühlte 40, 50, 60% dann erstmal in Rente, Pension, wie dem auch sei.
ganz wichtig, dass man das immer im Hinterkopf behält. Da sind noch einige Jahre zwischen, aber deswegen ist diese Plattform natürlich weiterhin super interessant. DSTVO. Also ganz ehrlich, das ist spannend und das ist auch wirklich interessant, Datenschutzrichtlinien zu beachten. Wir haben bei uns jemanden, der sich um das Datenschutzthema kümmert. Und ich sage jetzt ganz klar vorweg, so wie so ein Steuerberater, wenn er privat jemanden hilft, das hier ist ganz klar keine Rechtsberatung. Ich bin kein Anwalt, ich bin kein Datenschutzbeauftragter. Das heißt, ich kann nur das sagen, was meiner Erfahrung nach und meinem Wissensschatz nach ähnelt. Datenschutz allgemein in den Plattformen ist sehr schwierig. Facebook, Instagram, TikTok, Meta übergeordnet. Wir haben Datenschutz immer auf einer sehr schwierigen Ebene. Warum? Die sitzen meistens im Ausland, dann ist das deutsche Datenschutzgesetz da drin, dann haben wir andere Strukturen. Ich sage mal, die chinesischen Datenschutzrichtlinien sind anders als die wieder aus der USA. Vielleicht für euch wichtig, China benutzt es natürlich als, wie sagt man das vorsichtig, was soll gezeigt werden, nicht als Propagandamedien, aber die verbieten ganz klar Inhalte und die unterbinden alles, was nicht in deren Meinung widerspiegelt. Das ist eine andere Kultur, deswegen möchten wir da gar nicht zu tief einsteigen, aber da ist TikTok ein sehr Staatsmedium, also ein sehr staatliches Medium. Wir haben aber mit den Einklang mit dieser deutschen DSTVO-Komfortregelung folgende Thematik, wie wir größtenteils sagen, man kann es halt auch datenschutzkonform machen. Was meine ich damit? Ihr müsst euch vorstellen, innerhalb der Plattform wird niemals 100% etwas datenschutzkonform sein können. Es geht nicht, weil wir immer irgendwo eine Lücke haben, wo irgendein Datenschutzrechtler sagt, um Gottes Willen, das geht nicht. Schritt Nummer eins ist, Datenschutzkosten können auch Werbekosten sein. Muss man sich einfach mal klar machen, weil irgendwo gibt es immer was zu meckern, man muss es immer mit berücksichtigen. Wenn man es jetzt aber datenschutzrechtlich ein bisschen mehr betrachtet, leiten wir ganz klar nicht auf interne Formulare weiter, weil das natürlich die AGBs, die Datenschutzrichtlinien der Plattform sind, sondern versuchen auf deutsche externe Seiten zu verwalten. Ich weiß nicht, ob du, Thomas, das noch im Zettel hast vom letzten Mal und ihr, die dabei wart. Wir verwalten die immer weiter auf eine weiterführende Seite, die eine deutsche Landingpage ist mit einem deutschen DSTVO-konformen Anbieter, weil wir da wieder unsere Datenschutzrichtlinien einbinden können. Das heißt, wir empfehlen, man sollte sich nicht über die Lead-Formulare, über die vorgefertigten Formulare, vielleicht kennt ihr es, ihr swipet hoch und tragt euch einfach mal schnell ein, empfehlen wir nicht immer in erster Linie, sich einzutragen. Man kann auch seine datenschutzrechtlichen Hinweise dort einpflegen. Ja, aber nichtsdestotrotz ist man plattformintern, weiß man nie, was die Plattform in irgendwelchen AGBs unter Paragraph 294 Absatz 4 stehen hat. Das heißt, wir sagen immer ganz klar, versucht es so autark wie möglich zu machen, leitet auf eine deutsche Website weiter, auf einen deutschen Anbieter weiter, weil dann seid ihr zumindest ein bisschen in der, ihr wisst grundsätzlich zu 95%, was passiert. Die anderen 5% sind eine Grauzone, die wir alle niemals wahrscheinlich erfahren werden. Also vielleicht zur Datenschutzgeschichte. Ich bin kein Datenschutzanwalt, das heißt, ich kann da nicht zu tief drauf einsteigen, weil es wäre falsch. Ich kann euch aber auf der Praxis sagen, externe Seite, um von der internen Page wegzuleiten, damit man die Datenschutzrichtlinie der eigenen Firma integrieren kann. Ja, ich habe vielleicht noch so eine kleine Ergänzung. Wir sprechen ja hier im Grunde genommen dann auch im weitesten Sinne über Risikomanagement. Und das Einfachste für einen Anwalt ist immer zu sagen, das geht nicht. Das ist quasi Risikovermeidung, ja. Aber dann mache ich auch kein Geschäft, ja. Und das andere, was du jetzt ansprichst, ist ja ganz klar, Risikoreduzierung. Ja, also ich reduziere, da gibt es ja diese vier Stufen im Risikomanagement und. Ja, und das ist eigentlich jetzt auch sehr, sehr pragmatisch. Dann kann ich das Risiko bewerten, ja, als Unternehmen im Recruiting. Und vielleicht nochmal so ein Hinweis auf den Podcast. Und du hast heute gesagt, Begleitmedium. Und du hast den Podcast, hast du auch noch was erwähnt? Das möchte ich auch gerne ansprechen. Gerne. Du hast gesagt, also ich sage es jetzt in meinen Worten, weil ich deine nicht mehr zitieren kann. Du hast gesagt, TikTok ist hervorragend, quasi so zum Anfüttern, zum Kontakt machen, ja, einfach den ersten Kontakt und dann aber weiterleiten, ja, aus dem System raus, dann auf eine externe Seite. Und das fand ich eigentlich ganz gut, weil es auch eine ganz, ganz interessante Perspektive ist. Ja, du nutzt es als Touchpoint, ja, aber dann ist auch gut, ja, und dann geht es halt woanders weiter. Das finde ich sehr clever, ja.
Zum Kennenlernen. Die Leute wollen doch wissen, wie reden wir, was sagen wir, wie äußern wir uns, wie kommunizieren wir. Ich meine, Kommunikation ist das Einzige, was wir alle jederzeit lernen können. Das heißt, ich sage immer wieder, TikTok ist wirklich zum, wie du gerade schon sagtest, zum ich mache mir mal einen Nasenfaktor. Passt mir die Nase oder passt sie mir nicht? Und die kann ich halt selektiv beeinflussen. Ich erzähle das, was den Menschen gerade interessiert, oder ich lasse es und dann bin ich halt unrelevant für die Zielgruppe. Ne? Was aber auch viel spannender ist, und jetzt kommen wir so ein bisschen in den, wir haben gerade die gute Seite gehabt oder die gute Seite. Ich würde euch gerne Zahlen zeigen, ich will aber vorher auf eine ganz andere Thematik eingehen. Das hier ist gerade dieses Organische. Man kann das auch für Werbezwecken nutzen. Ich gehe das noch einmal kurz durch, das finde ich wichtig, und dann gehen wir einmal in die Dunkelziffer von TikTok. Die finde ich nämlich wahnsinnig interessant. Hatten wir auch angerissen im Podcast. Ich möchte aber weitergehen, weil das ist die, es gibt immer schöne Seiten, aber ich hatte gesehen, der Sebastian, der Robert, ihr hattet euch schon so ein bisschen unterhalten. Mensch, Regierung, warum soll es verboten werden? Das sage ich euch gleich auch, warum ich der persönlichen Meinung bin und vor allem, was die Fakten sind. Vorweg ist vielleicht wichtig, wir haben die ganze Zeit darüber gesprochen, wie machen wir eigentlich die Werbemaßnahmen im Sinne von, wie schalten wir, also was ist der organische Teil? Es gibt neben dem organischen Teil auch noch ganz klar einen Teil, der nennt sich Werbeanzeigen. Und ich hatte für euch nochmal extra eine Ad laufen lassen oder vielmehr ein Beispiel mitgebracht. Wie gesagt, live aus dem Ads Manager. Nicht wundern an der Stelle, ich möchte euch das noch einmal kurz zeigen. Ihr hattet bei TikTok meine zwei Videos, glaube ich, gesehen, die ich gerade eingangs erwähnt hatte. Einmal dieses, wo ich ein Selfie-Video mache, wo ich einfach so, zeige ich euch gleich gerne. Und einmal eins mit der Kamera aufgenommen, wo wirklich eine professionelle 4K-Kamera auf mich gerichtet war und hey, du willst einen neuen Job und bam. Wir können TikTok natürlich auch sehr viel für bezahlten Traffic verwenden. Dann ist man nicht angewiesen auf die User, die das sehen und immer wieder publizieren, sondern wir sind angewiesen einfach auf unsere Werbemaßnahmen. Das ist der einfachste Weg, um nicht nur Follower zu generieren. Wir haben es einmal auf Follower-Ebene gemacht und einmal auf die Job-Ebene. Also das hier ist die Follower-Ebene, Follower-Beitrag 1. Wir haben einfach nur Follower gesammelt. Ihr seht hier, wir haben mit 50 Euro, also ich habe alles mit 50 Euro getestet, weil ich bin immer ein Freund davon, es möglichst klein für jeden runterzubrechen. 52,80 Euro. Wir haben hier gesammelt 4.700 Impressionen, also es ist 4.700 Mal aufgeploppt. Und haben in Summe, müsste ich einmal schauen, ich glaube 200 circa Follower gesammelt. Das heißt, ein Follower hat uns irgendwie um die 13 Cent gekostet. Das weiß ich zufällig noch aus dem Kopf. Das ist halt nichts. Also sowas gibt es bei Facebook und Instagram gar nicht mehr. Da zahlt man für einen Follower gefühlte 2 bis 3 Euro. Also um irgendwo eine hohe Range aufzubauen durch bezahlten Traffic, kaum noch möglich. Jetzt aber auf Recruiting-Ebene, wesentlich spannender. Wir haben einmal Selfie-Video-Testing und einmal mit Kamera aufgenommen. Hier seht ihr die ganz klare Differenzierung. 56 und 59 Euro, ganz wichtig, unterschiedliche Euros, weil 3 Euro mehr oder weniger, das macht es jetzt nicht aus, muss man auch dazu sagen. CPC, Kosten per Klick, also das ist, wie teuer ist es, dass jemand auf eine weitere Seite klickt. Hier 36 Cent mit einem Selfie-Video, mit einer Kamera aufgenommen, 57 Cent. Betrachten wir das, sind das 30% mehr, die wir durch eine professionelle Kamera an Kosten mehr hätten, also so ein kleiner Faktor. Kost per Mile, uninteressant erstmal, das ist für 1.000 Impressionen zum Beispiel. Wir haben hier zum Beispiel mit der Kamera aufgenommen 16.000 Menschen erreicht, mit dem Selfie-Video wiederum nur 11.000 Menschen. Klicks 155, hier seht ihr einen ganz klaren Unterschied. Wir haben 30% mehr Menschen auf eine weiterführende Seite bekommen, als wenn wir es professionell aufnehmen. Vielleicht dazu, Elke, zum Thema Professionalität, Gradlinigkeit. Das andere ist auch eher geradliniger bei uns aufgesetzt worden, das wiederum eher freier. Man sieht hier 33% haben, also mehr Menschen haben dann gesagt, ich höre mir mal weitere Infos an. Einfach mal für euch, das zeigt wieder, selbst auf Werbeebene, bitte, 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 liebe Leute, seid sympathisch, seid locker, seid authentisch. Alles andere funktioniert auch allgemein nachhaltig nicht, aber ab Frontend gar nicht bei TikTok. Hier vielleicht die Ergebnisse, super günstig. Hätten wir selber nicht erwartet. Wir haben 9 Bewerbungen generiert und 6 Bewerbungen. Wir reden hier jeweils von 50 Euro. Also wir haben 15 Bewerbungen allein für 50 Euro oder 100 Euro generiert. Eine Bewerbung hat uns im Schnitt 10 Euro gekostet, hier 6 Euro. Bitte lasst euch von den Zahlen nicht irritieren. Bei TikTok, der Algorithmus hat auf Werbeebene einen Nachteil. Man kann nicht jeden Standort genau targetieren, wie bei Facebook, oh, auf 17 Kilometer genau. Hier ist es so, wir haben, sage ich mal, wir können
Niedersachsen nehmen, Schleswig-Holstein, Hamburg, aber wir könnten zum Beispiel nicht unseren Firmensitz Geesthacht nehmen. Das hat den Hintergrund, dass wir auch mal Anfragen schon ein bisschen weiter wegbekommen. Der kumulierte Lead lag also etwa bei 20 Euro. Hat irgendwer gerade was gesagt? Nee, war ein Knacken. Etwa 20 Euro. Jetzt möchte ich euch ein Gegenbeispiel zeigen. Ihr seht hier, auch das sind unsere Werbemaßnahmen. Ich habe es einfach mal rausgesucht mit, ich gucke mal kurz, ich habe eigentlich 50 Euro rausgesucht. Habe ich hier jetzt, wo habe ich die? Hier, 100 Euro. Also ich habe euch genau irgendwie einen Zeitraum rausgesucht. Du bist jetzt bei Facebook, ne? Genau, bei Facebook. Nur, dass die anderen mitkommen. Ja, also jetzt ist er bei Facebook, ja. Genau. Gut, dass du sagst, ja. Also das hier ist Facebook und Instagram. Jetzt möchte ich euch den Vergleich zeigen. Ich habe circa 100 Euro rausgesucht, einen Betrag, wo wir den über Tage ausgegeben haben, damit ihr mal wirklich das Verhältnis seht, weil wir benutzen immer Selfie-Videos, statische Bilder, ihr seht es, oder auch genau dasselbe Prinzip. Hier haben wir in Summe, bitte achtet nur unten drauf, 9.800 Impressionen gesammelt. Bitte vergleicht, bei TikTok waren es 30.000 Impressionen. Wir haben 11,95 Euro per Mile bezahlt. Beachtet, bei TikTok waren es circa 5 Euro. Wir haben 27 Link-Klicks generiert. Bitte macht euch das mal klar. Wir haben hier 260 Link-Klicks generiert. 260 zu 27. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist das gefühlte 6-fache circa. Das 10. Mehr, stimmt. Entschuldigung, 10-12-fache. Wir haben hier in Summe, jetzt müsste ich nach dem Bewerber schauen, wie gesagt, das hatte ich jetzt noch nicht geguckt, aber ich schätze mal, wir werden hier insgesamt Leads gesammelt haben. Im Durchschnitt liegt der Lead bei Facebook zwischen 20 und 23 bei uns. Rechnet das hoch, sind 5 Bewerbungen. Im Verhältnis zu 15 Bewerbungen. Wichtig, die Qualität bei Facebook und Instagram ist besser, deswegen präferieren wir nach wie vor dieses Netzwerk. Aber wenn ihr euch vorstellt, wir bedienen TikTok zeitgleich, dann merkt ihr, was für eine unglaubliche Response es ist. Wir sammeln 30.000 Menschen ein, die dann wieder auf unsere Plattform gehen, um sich organisch vielleicht bei uns zu bewerben, für wesentlich weniger Geld als bei Facebook und Instagram, um die Reichweite zu erzielen. Das mal so aus unserer Praxis. Soweit erstmal klar für jeden. Ich würde jetzt noch, wir haben nämlich in Anbetracht der Zeit jetzt einmal noch die dunkle Seite, die ich beleuchten würde, gerne mit euch. Wenn aber Fragen sind, gerne im Anschluss oder gerne mit reinpacken. Ja gut, mir fällt jetzt spontan natürlich auf, die Frage ist, was für eine Stelle schreibe ich aus, ne? Wenn ich jetzt natürlich für Menschen, die speziell auf dem Medium gerne arbeiten, ist natürlich die Resonanz wesentlich größer, wie wenn ich jetzt irgendwas... Nee, das war für dich vielleicht, wir suchen immer entweder Recruiter, Vertriebler oder Online-Marketing-Manager, also eins dergleichen, das heißt ein Vertriebler ist logischerweise nicht mit der Plattform in Bedienung, ein Online-Marketing-Manager logischerweise irgendwo schon und ein Recruiter auch nicht. Also ihr sucht für andere Firmen dann praktisch die Stelle. Ja gut, okay, das war jetzt für mich eben nicht ganz so klar. Okay, alles danke. Immer rein die Fragen, ganz, ganz wichtig. Ja. Vielleicht dazu die Schattenseite, warum es in Behörden verboten werden soll, warum es vielleicht auf Diensthandys nicht erlaubt werden soll, warum TikTok vielleicht die dunkle Seite hat, und das soll so ein bisschen mein Abschied sein, weil ich bin ein Mensch, ich sehe immer alles sehr positiv, das heißt, ich möchte gar nicht zu viel aufs Negative eingehen, aber ich bin auch einer, der sagt, ob ich das meinen Kindern erlauben würde, ich weiß ja nicht genau, weil TikTok hat wirklich einen riesen Nachteil, und das ist, TikTok kann im Gehirn neurologische Reaktionen hervorrufen und ist mit einem Suchtverhalten zu vergleichen. Letztes Mal im Podcast für alle habe ich gesagt, TikTok ist wie Glücksspiel. Wenn wir das mal betrachten und ihr habt das gesehen, man swiped und swiped und swiped und swiped, dann ist es doch vergleichbar, wie kennt ihr diese Las Vegas Walzen, wo man dreht und ring, ich habe wieder kein Bild, ding und ich habe wieder kein Bild. Das heißt, TikTok ist ähnlich aufgebaut, warum die Plattform so sehr, sehr, sehr krass funktioniert, weil es wie Glücksspiel ähnlich mit dem Swipen verbunden ist. Das heißt, es entsteht nicht nur die hohe Suchtgefahr, es entsteht nicht nur der psychologische Aspekt, ich möchte wissen, was passiert als nächstes, sondern ich habe in dritter Instanz eine wahnsinnige Gefahr auf Ebene von verdammt, warum habe ich gerade 2 Stunden in der Plattform verbracht? Ich weiß gar nicht mehr, was ich eigentlich gesehen habe. Weil ihr dürft niemals vergessen, egal welcher Konzern, auch TikTok verdient nur Geld, wenn möglichst lange ein User in der Plattform ist, möglichst viel Werbung sieht, weil Unternehmen zahlen
dass die Werbung ausgespielt wird. Und TikTok ist eigentlich erstmal kostenlos. Aber die dunkle Seite ist ganz klar an der Stelle. Wir haben wirklich spielsuchtähnliche Symptome teilweise. Die Leute brauchen es zum Einschlafen. Und die Regierung sagen natürlich, der TikTok-Algorithmus ist noch nicht so gedämmt. Das heißt, ein Video kann innerhalb von kürzester Zeit viral gehen. So schnell kann man das gar nicht nachregulieren. Und wenn jemand jetzt sagen würde, Politiker XY ist schlecht und wir haben das und das entdeckt, kann die Regierung das vielleicht auch gar nicht mehr verhindern, weil das Video so oft geteilt, gefordert, gespeichert und sonst was worden ist, weil der Algorithmus noch nicht so reguliert ist wie bei Facebook und bei Instagram. Die haben noch nicht diese ganzen Klagen durch, die sind noch nicht so weit drin. Und das ist meiner ehrlichen Auffassung nach natürlich das, wo die Regierung sagt, Moment mal, ein Medium, was wir noch nicht regulieren können, wo alles publiziert werden können, was vielleicht richtig oder falsch in unseren Augen ist, das müssen wir unterbinden. Und das ist so ein bisschen das Ende. Suchtgefahr, neurologische Reaktion. Wir haben natürlich die Schattenseite, die Regierung kann es nicht regulieren. Das heißt, man hat teilweise, gibt es ja diese Kämpfer da im Ausland mit den Masken auf, die teilweise die Leute hier zack, zack machen. Selbst so eine Videos gehen da teilweise viral, wo man sieht, wie die jetzt gerade im Krieg da rumlaufen und jemanden abschießen. Das ist die Schattenseite, wo ich ganz klar sage, ob ich das jemandem antun möchte oder nicht, entscheidet jeder selbst. Auf Recruiting betrachtet, unglaublich geniales Medium, kann man super verwenden, begleitend dazu, um da sich organisch, aber auch bezahlt was aufzubauen. So, das glaube ich war es erstmal dazu. Wir haben jetzt noch 10 Minuten, da können wir coole Fragen vielleicht noch machen. Kontrolliert, bedacht nutzen, ne, würde ich das sagen. Was ich mal, habe ich in dem Interview gehört, bei den Kollegen von Online-Marketing-Rockstars, da haben die erzählt, ich weiß gar nicht mehr, wer der Interviewpartner war, ich glaube, der Chefredakteur von Bild, und die haben gesagt, warum sie nicht auf TikTok sind, und ein Grund, das fand ich ganz, ganz spannend, aber ich gebe es jetzt nur wieder, ich habe es jetzt validiert, er hat gemeint, dass in China tatsächlich TikTok auch dosiert ist für die Kinder. Ja, also es wird begrenzt und es wird auch abgeschaltet ab einer gewissen Zeit abends. Ja, das heißt, in China schützen sie ihre eigene Bevölkerung und der Rest der Welt, der wird halt komplett bespaßt und angefixt. Ne? Ja. Und das ist, also das Problem ist in China zum Beispiel, das ist ja allgemein, wir kennen die oder haben es halt in den Medien schon mal ein paar Mal gehört. Wenn man sich damit selber beschäftigt, China ist halt sehr reguliert, also sehr, sehr, sehr viel auf Staatsmedium bedacht. Da wird das halt zu ganz anderen Zwecken eingesetzt. Da sind teilweise Lernvideos, wo die Leute wirklich ihre Schulbildung mit absolvieren können. Und in Deutschland, und jetzt kommt wieder der Punkt, wo ich sage, okay, warum will die deutsche Regierung oder in Europa das verändern? Wie gesagt, eine persönliche Meinung. Die wollen halt auf der rechten Seite, dass die linke Seite mehr oder weniger verdummen könnte. Das heißt, auf der linken Seite wird Unterhaltung gezeigt, auf der rechten Seite Wissen. Und jetzt stellen wir uns doch mal die Frage, wenn die rechte Seite Wissen lernt und die linke Seite Unterhaltung kennenlernt, welche Seite davon wird im Leben weiterkommen? Wie gesagt, eine offene Frage, möchte ich selber persönlich beantworten. Aber das ist natürlich ein unglaublich starkes Medium. Irgendwo schon mit moderner Kriegsführung kann man das schon fast verleugnen. Stellen wir uns das mal weiter vor. Das ist brutal, wie man die Menschheit auf der einen Seite dadurch sehr doll runterbringen kann auf und euer Handy und macht unser Glücksspiel und auf der anderen Seite, die Leute werden immer schlauer. Einfach mal so ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Wie gesagt, möchte ich gar nicht zu tief einsteigen, weil da gibt es nur richtig und falsch und irgendwie doch nicht. Deswegen immer mit Bedacht sowas erzählen. Ne? Ja, okay, vielen Dank. Ja, ich eröffne nochmal die Diskussion und die Fragerunde. Bei LinkedIn ist ein bisschen ruhig geworden. Extrovertierte Verkäufer ist Bullshit, meint der Michael Weihrauch, auch ein treuer Gast. Und hat dann auch nochmal gesagt, er kennt Community Building, hört auf mit alles perfekt zu machen. Telekom macht es vor. Ja, Telekom, die haben da so ein paar ganz gute Creator am Start. Ich glaube, die gehen in die richtige Richtung. Also ein positives Konzernbeispiel, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und natürlich, es gibt nicht nur extrovertierte Verkäufer. Also das ist auch durchaus bewusst. Es war ein Beispiel von, was die Leute denken, extrovertierte Verkäufer zu introvertierte Entwickler. Das ist einfach, dass der überwiegende Teil, 70% in beiden. Okay, das sind so die Klischees, die so draußen, ja. So draußen so rumgeistern. Und vielleicht auch nochmal eine kleine Anekdote zu dem Thema Verkäufertypen. Bei meiner letzten angestellten Tätigkeit, das war also die größte Erkenntnis, die ich hatte, muss ich ganz klar sagen.
Wir hatten 30 Verkäufer und es waren alles verschiedene Typen. Und das war von dem Geschäftsführer natürlich bewusst gewählt, weil jeder Verkäufer hatte auch seine Kunden als Typ. Ja, das fand ich mega spannend. Ich habe das dann auch wirklich mal systematisch so ein bisschen beobachtet. Ja, was hat der für Kunden? Was hat der für Kunden? Ja, also ich sag jetzt mal so ein bisschen ja, Gossensprache, der Großkotz hatte auch die Großkotz als Kunden, ja, der Krümelkacker hatte die Krümelkacker und so. Ja, also das hat auch tatsächlich gestimmt, ja. Also von daher auch wieder Vielfalt ist da absolut sinnvoll, wenn man die Leute erreichen will, ja. Ja gut, die klassische Zielgruppe in der Form gibt es ja eigentlich heute nicht mehr. Früher habe ich das nach Altersstruktur machen können oder so, aber heute gibt es ja nicht mehr. Also das ist schon so, wie du sagst, Thomas, die Zielgruppe ergibt sich aus dem Charakterzug des Verkäufers. Da sammelt er seine Zielgruppe ein dann. Ne? Ganz klar. Es ist halt immer nur natürlich, welcher Typ zieht welche Menschen an. Das wird auch immer so irgendwo bleiben. Es gibt niemals eine, wie gesagt, deswegen, ich weiß selber, dass es Bullshit ist. Es ist aber trotzdem irgendwo zu gewissermaßen logisch. Ich sag mal, wir kennen es selber, es gibt extrovertierte Menschen, denen fällt Kommunikation einfach. Das heißt, die verkaufen einfacher. Und es gibt introvertierte Menschen, denen fällt es schwieriger. Die ziehen aber wiederum einfache Leute an, wenn sie Zahlen zeigen. Und dadurch verkaufen sie besser. Also so könnte man das auch unterbrechen. Es war auch nur ein Beispiel. Deswegen, wenn ich da auf den Schlips getreten habe, tut es mir leid. Ja. Nee, das, ich glaube, dass man das gar nicht pauschal sagen kann. Ne? Und ich kriege ja auch im Grunde genommen, mein Thema ist ja, ist mein Unterbewusstsein hilft mir ja, mich weiterzuentwickeln. Das heißt, ich kriege auch die Gegensätze als Lernchance. Ne? Also das ist nicht so, dass ich praktisch das, was mir immer gut passt, angespült kriege, sondern dann kommt irgendwann mal kommt die Herausforderung, nämlich das Gegenbeispiel. Und dann kommt es darauf an, ob ich sage, ich käse, ich bin ein Opfer, oder ob ich sage, was habe ich jetzt hier für Möglichkeiten, mich auf so einen Menschen weiter zu entwickeln und einzustellen? Ne? Okay. Ich hätte noch was zur Anwendung. Ja, sehr gut. Wenn ich noch was sagen darf, ich schaue auch mit auf die Uhr, dass ich das jetzt einschränke. Wegen der Verantwortlichkeit, wie gehe ich mit TikTok um und die Schattenseiten, ja? Da möchte ich noch eine persönliche kurze Erfahrung mit einbringen. Ich bin bis heute nicht auf WhatsApp aus bewussten Gründen. Also ich verweigere mich WhatsApp. Und da ging es dann teils so weit, dass ich da unter Druck gesetzt wurde, auch unternehmerisch. Und da finde ich, ist eine Grenze erreicht. Also wenn ich das unternehmerisch rein nutzen kann, ja? Also ich finde jetzt heute dein Beispiel, war sehr gut präsentiert, ich habe sehr gut verstanden und ich bin jetzt schon ein bisschen angefixt und werde mich damit beschäftigen, wie man das im Recruiting nutzen kann. Einfache Filmchen und so, das gefällt mir alles sehr gut. Es ist halt auch so eine Schattenseite, wenn es dann in private Bereiche auch mit reingeht. Wenn mir vorgeworfen wird, ich bin nicht über WhatsApp erreichbar, von Geschäftsseite oder so. Das sind ja alles Dinge, die passieren. Das wollte ich nur noch mit einbringen. Und ein kleiner Tipp als Feedback, du hast dich nicht vorgestellt oder ich habe es nicht mitbekommen, also was dein Job ist, deswegen kam vorher die Frage, auf, was macht, ach, ihr recruited people, da ging es mir genauso, nur ein kleiner Hinweis. Ja, das tut mir unglaublich leid, kurz für alle nochmal, Philipp Knorr, Geschäftsführer der Next Level Consulting GmbH, wir bauen Personalmarketing für alle auf. Und bespielen Plattformen wie TikTok, Facebook, Instagram. Habe ich dann gedacht. Dafür, dass man wieder Bewerber bekommt. Also wenn jemand was zu dem Thema hat, das aufbauen möchte, Fragen hat, schreibt mir, richtet euch an Thomas, er gibt alles gerne weiter. Ich setze mich gerne hin und arbeite mit euch Strategien aus oder wir schauen uns eure Situation an. Ganz offen gesprochen, das wollte ich am Ende machen, weil es doch viel cooler ist, so ein Call to Action einzubringen. Aber Elke, vielen, vielen Dank. Asche auf mein Haupt. Ja, ich habe ihn ja auch nicht richtig vorgestellt in dem Sinne. Vielleicht so als kleiner Hinweis zur Ehrenrettung. Wir haben ja jetzt aber immer auch bei uns auf der Webseite beim Digital Breakfast steht jetzt immer auch ein bisschen, was haben wir jetzt seit diesem Jahr, machen wir das. Steht auch jetzt immer was zur Vita, ja, was der Speaker, was der Redner eigentlich alles so gemacht hat. Also da könnt ihr auch gerne nochmal nachlesen. Also was mit wem, mit welchem Typen ihr da jetzt im Zoom-Raum wart, ja. Es tut mir leid, auch wie gesagt, gerne sonst bei Fragen auch
über Thomas an mich wenden. Das war Teil eines positiven Feedbacks und kein Vorwurf. Okay, ich finde es also. Find auch gut, Ilke, von dir, dass du das so sagst, weil das ist genau der Punkt, wenn man jetzt so in einem Live-Ding ist, dass man eine konstruktive Rückmeldung kriegt. Also das hebt ja die Qualität der Veranstaltung. Ne? Okay, gut. Also ich nehme mal meine Learnings mit. Du hast gesagt, Begleitmedium, Medium zum Anfüttern. Ja, man soll sich Gedanken machen über Content. Sollte natürlich irgendwo zur Strategie passen, aber nicht übertrieben, nicht Hochglanz geleckt, sage ich jetzt mal, sondern in erster Linie, was alle sagen, authentisch, aber dann bitte auch tun. Und man hat also entscheidende Kostenvorteile und man hat auch, ich sage jetzt mal, so ein Neudeutsch Performance, also die Conversion ist natürlich gigantisch, also im Vergleich zu den anderen. Und es ist auf jeden Fall eine Sache, über die man sich Gedanken machen sollte, meiner Ansicht nach, und kontrolliert und mit Bedacht vielleicht mal testen. Genau. Alle nicken. Ja, also ich finde es, wie gesagt, es war jetzt ein Zufall, dass ich es gestern gerade gesehen habe. Es ist im Prinzip ist eine einfach zu realisierende Möglichkeit, sich ein bisschen da einzubringen. Ne? Das, wenn ich jetzt da einen Kopfstand mache und das filme du, dann kann das auch zu einem gewissen Ergebnis kommen oder so. Also ich finde es von der Idee her, wenn man ein bisschen Mut hat und sich vor allen Dingen mit dem Medium ein bisschen auskennt, glaube ich, ist das für jeden leicht zu nutzen. Ne? Genau. Aber für mich war es auch interessant, weil ich weiß jetzt nicht, wenn man so in Talkshow sieht und da sitzen so junge, meistens sind es ja Mädels, die da sitzen und dann wird über 100.000 oder was weiß ich was Follower gesprochen und ich habe jetzt eine gewisse Einschätzung, dass ich sage, das muss nicht immer eine Community sein, die jetzt ganz eng bei denen dranhängt, sondern das sind halt einfach Beiträge, die eben so sowas vermitteln, dass halt viele Leute sich das anschauen. Aber nicht jetzt eine User-Gemeinde, die jetzt bei denen so dranhängen, wie dass ich sage, das sind alles meine Fans. Ne? Genau. Ja. Fand ich jetzt, also für mich jetzt eigentlich so, dass ich das jetzt in Zukunft besser einschätzen kann, wenn ich so das höre mit den User, dass das also nicht diese unbedingt diese Bedeutung hat, die ich jetzt vielleicht habe, wenn ich sage, ich habe jetzt auf LinkedIn so und so viele Leute, die auch ein bisschen mein Content alle angucken, dann ist das schon ein bisschen anders. Da, ne? Das ist ein bisschen eine andere Ausrichtung, ja, ist richtig. Gute Ergänzung, Felix. Vielen Dank. Ja, dann, bevor wir jetzt mit dem inoffiziellen Teil beginnen, mit den Breakout-Sessions, möchte ich mich von der LinkedIn-Gemeinde verabschieden und von allen anderen, die jetzt vielleicht schon weg müssen. Und ja, bleibt gesund und munter und ja, bleibt uns vor allen Dingen treu und bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss. Tschüss. So, lieber Thomas, ich muss auch. Ich habe immer Folgetermin. Ich bin den ganzen Tag voll. Ich hoffe, dass es ja, so ist. Du bist ein bisschen unter. Ist ja auch gut, ne? Dann sehe ich ja wieder, ne? Mach's gut, Philipp. Gute Zeit. Gruß nach Hamburg. Vielen Dank. Wir sehen uns nächstes Mal und danke, dass ihr hier wart. Tschüss. Gerne, ja. Tschüss.